Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich ein Knäckebrot und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und das Rezept habe ich bekommen hier aus unserem Haus von einer sehr netten, liebe Frau. Und die hat mir jetzt ein Stückchen gegeben zu probieren und es hat mir so geschmeckt und so gefallen, habe ich die nach dem Rezept gefragt, hat sie mir netterweise ihr Rezept gegeben. Und heute habe ich nachgebacken und wie es das immer mit mir ist, habe ich ein bisschen verändert, wirklich ein bisschen. Und wenn ihr wollt wissen, wie wird dieses glutenfreies Knäckebrot gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Folgende Zutaten habe ich jetzt hier auf den Tisch gestellt. Reismehl. Wer will nicht unbedingt als glutenfreie Knäckebrot machen, kann auch Dinkelmehl dazu geben. Dann Haferflocken, aber achten Sie bitte auf die glutenfreie Haferflocken zu holen. Dann Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, in meinem Fall habe ich geschrottete Leinsamen, kann man aber die ganze nehmen, und Chiasamen. Salz, wer mag nicht unbedingt so salzig oder sowas, kann nur Prise-Salz machen oder gar weglassen. Und Zimmertemperatur Wasser. Bevor ich jetzt anfange zu machen, möchte ich gerne mir so ein bisschen wie so eine Mehl zu machen. Deswegen mache ich die Haferflocken, die sind zarte Haferflocken. Aber ich werde die noch so ein bisschen zermahlen wie fürs Mehl. Dafür nehme ich meinen Mixer und geht's los. Das reicht schon. Haben wir dann so eine Mehl. Geben gleich in die Schüssel. Dazu geben wir Reismehl, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Kann man auch ganz machen oder sogar etwas zermahlen. Alle Zutaten einfach rein und ich nehme so einen gestrichenen Teelöffel Salz. Erstmal trockene Zutaten miteinander vermischen und dann geben wir Wasser dazu. Wir müssen auch unsere Masse danach ungefähr so 10-15 Minuten quellen lassen. Deswegen die Masse soll etwas schon feuchter sein. Ich mache erstmal nur die Hälfte von Wasser und dann gebe ich immer wieder noch Wasser dazu. Wenn ihr gebt mehr Wasser dazu und der Teig wird etwas dünner, kann man dann ihn auf das Papier einfach streichen lassen. Wenn ihr dann ein bisschen weniger Wasser, dann wird die Masse fest, dann werden wir das einfach ausrollen. Deswegen, es wird nicht falsch, egal, wenn ihr mehr oder weniger Wasser dazu gebt. Wenn ihr natürlich zu flüssig macht, dann wird es auch länger dauern im Backofen, bis das die Masse trocken ist, weil die Feuchtigkeit muss irgendwo wohin. Nach laut Originalrezept kommt hier 360 ml Wasser. Ich glaube, ich lasse erstmal nur 300 ml und 60 ml lasse ich drinnen, weil als flüssiger unser Teig wird, als Lena brauchen wir Zeit, das trocken zu lassen. So haben wir es alles gut verrührt. Und jetzt eventuell kann man auch noch ein bisschen Backpulver dazu geben. In meinem Fall, das ist dieser Rhein-Weinstein-Backpulver. Geben nur wirklich so ein bisschen. Es kann man auch ohne Backpulver das machen. Ich habe noch ein anderes Rezept für die Knäckebrot, auch glutenfrei mit den gemahlenen Mandeln. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und jetzt möchte ich unbedingt probieren. Dieses Rezept, jetzt lassen wir unsere Masse für 10 Minuten quellen. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen und unsere Masse sieht so aus.
Ist sie nicht zu fest, aber auch nicht zu dünn. Und ich werde kein Wasser mehr noch dazu geben. Werde ich versuchen, so die dünn wie möglich streichen, dass ich nicht zu lange brauche, das zu trocknen im Backofen. Aber Backofen können wir schon anmachen zum Vorheizen. Auf 170 Grad Umluft. Dass unser Knäckebrot besser von dem Papier abgeht, geben wir ganz bisschen Olivenöl auf das Papier und bestreichen wir unser Papier. Einfach ganz, ganz dünn. Dann geben wir die Masse. So, jetzt nehme ich meine Backschabe und streiche das glatt. So, meine Lieben, haben wir jetzt alles schön verstrichen. Kann man schön auch die Ränder gerade machen, weil die Masse ist nicht so ganz fest und lässt sich wirklich sehr gut so glatt streichen. So sieht das aus. Eventuell könnte man auch jetzt ein bisschen mit Wasser bestreichen und nochmal Sesamsamen oben drauf machen. Und das machen wir jetzt. Das, was uns hier übrig geblieben, geben wir etwas hier oben drauf, dass etwas feuchter ist, dass die Samen besser dran kleben. Und ich freue mich schon auf dieses Knäckebrot. Wo ich das probiert habe, mich hat es so gut geschmeckt. Deswegen habe ich gedacht, das muss ich nachbacken und natürlich mit meinen auch Zuschauern teilen. So, und oben drauf noch Sesamsamen, wer das mag natürlich, sonst lässt ihr einfach so. So, dass die richtig besser haften, mache ich mit meiner Rolle so ganz leicht oben drauf, dass die danach nach dem Backen mir nicht abfallen. So, liebe Freunde, das ziehen wir jetzt auf unserem Backblech. Ach, das braucht man noch zwei Hände am besten. Und das geht jetzt in den Backofen bei 170 Grad Umluft. Nach laut Rezept steht eine Stunde. Aber ich glaube, wir werden weniger brauchen. Ich werde euch aber Bescheid sagen, wie lange ist es bei mir gedauert mit dieser Menge von dem Rezept. Und unbedingt bei dem Backofen ein kleines Schlitz lassen oder Holzlöffel in die Tür reinstecken oder macht man einfach den Küchentuch zusammen und steckt mal da rein, dass die Feuchtigkeit kann immer entweichen. Und noch was, ungefähr so nach 15-20 Minuten müssen wir das Blech rausnehmen und anritzen, so wie eure Dose ist, wo ihr das Knäckebrot aufheben. So einfach anritzen, weil wenn es danach komplett trocken ist, dann könnt ihr nicht schneiden, sondern müsst ihr nur brechen. Dann sollt ihr das nicht vergessen. Unbedingt anritzen. Wenn wir jetzt werden machen, der Teig ist ziemlich weich, es wird, ich glaube, nicht funktionieren wie bei meinem anderen Rezept. Obwohl, wir können es mal versuchen. Ich würde trotzdem aber nach so 15-20 Minuten den Blech rausnehmen und nochmal das draufgehen, dass wir danach nicht Bruchknäckebrot haben. Und jetzt geht es in den Backofen. So, und dann schauen wir an nach unserem Knäckebrot. Es sind jetzt 30 Minuten vergangen. Nach 20 Minuten habe ich das rausgenommen und nochmal mit meinem Pizzamesser so drauf gegangen, da wo ich so ein bisschen Anmerkungen mir gemacht habe. So sieht er aus. Er sieht schon nicht schlecht aus. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht auf dem Gitter wäre sogar besser. Einen habe ich dann nach 20 Minuten, wo ich geschnitten habe, einfach so umgedreht, weil er drunter ziemlich so feucht ist. So. Und denke ich, wenn wir es jetzt auf den Gitter drauf gemacht hätten, wäre vielleicht bessere Luftzirkulation und würde dann von unten auch viel besser trocknen. Ich werde jetzt hier einfach umdrehen und nochmal stelle ich ihn backen. Aber schaut, geht sehr gut ab von dem Blech, kein Problem. So. Stelle nochmal in den Backofen und dann sage ich euch, wie lange dann noch es gedauert. So, nach 15 Minuten sehen die dann schon so aus.
und die sind auch schon von der anderen Seite auch richtig gut ausgetrocknet. Jetzt mache ich das Backofen aus und lasse noch die mit dieser Restwärme weiter stehen, bis das mein Backofen abgekühlt ist. Und wenn das Knäckebrot dann abgekühlt ist, dann probieren wir, wie es schmeckt. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Unser Knäckebrot wirklich schön trocken geworden. Schaut ihr. Und hört ihr mal, wie knackt er. Richtig schön. Sehr schön dünn. Ich finde so ein Knäckebrot sogar so zwischendurch statt Chips sowas zum Naschen schmeckt auch gut. Besonders vielleicht lieber sowas für die Kinder stellen als Chips oder Süßigkeiten. Schmeckt sehr lecker. So, liebe Freunde, ich werde jetzt mein Knäckebrot in meine Dose reinmachen und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren, beim Experimentieren. Kann man auch vielleicht irgendwelche Gewürz oder Kräuter dazu geben. Es ist alles möglich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!